MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, Herbert hier und GamerTV. Hilfe, aber jetzt laut hier. So, machen wir mal die Power an hier. Und schauen wir mal, dass wir hier sicher auf die Straße kommen. Und ja, weiter geht es hier bei unserem lustigen LKW-Fahren. Wollen wir mal durchbeschleunigen hier. Hier sind nur 70 erlaubt aus irgendeinem Grund. Wer weiß denn schon, ne? So, und ja, was ich noch sagen wollte. Und zwar war ja die Frage, was ist jetzt momentan mit meiner Grafikkarte? Sie ist definitiv defekt, Speicherfehler. Nicht das erste Mal, das zweite Mal diesmal schon, und ich bin da auch ziemlich stinkig drüber, weil wenn man überlegt, man kauft ja diese Karte, weil sie sehr gut bewertet wurde, leistungsstark ist und so weiter, und letztendlich bekommt man dann etwas, wo ich sagen muss, da stimmt was nicht. Das fuckt mich ziemlich ab. Schade eigentlich, aber ist okay. Ist alles machbar. Und ja, jetzt liegt sie bei der Reparatur. Wurde zur Werkstatt eingeschickt. Mal gucken, was die Werkstatt dazu sagt. Auf deren Meinung bin ich natürlich gespannt, wie sonst was. Momentan reicht ja eine GTX 680 vollkommen für alle Spiele aus. Es war eigentlich nur so gedacht zum Rendern etc. ist das ganz praktisch. Dann lässt man das Renderprogramm auf einer Karte laufen. Man kann eigentlich weiter spielen, außer der Speicher reicht nicht aus und so weiter. Aber es geht eigentlich und passt eigentlich auch ganz gut. Nur mit einer ist das jetzt ein bisschen schwieriger, aber meine Güte, ey, ich habe Zeit mein ganzes Leben lang. Ich habe auch übrigens nicht vor, in 2 Jahren aufzuhören mit GamerTV, und ich hoffe, dass in 2 Jahren bestimmt noch ein paar Leute treue Fans sind, die jetzt momentan noch zuschauen. Das wäre echt geil. Wer ist denn eigentlich schon seit den 1000 Abonnenten dabei? Das würde mich mal wirklich brennend interessieren. Weil 1000 Abonnenten ist ja schon wirklich eine sehr, sehr lange Zeit her. Und es würde mich halt schon interessieren, wie viele Leute denn noch treu geblieben sind. Ich glaube nicht so viele. Also was heißt ich glaube? Ich hoffe nicht, dass es wenige sind. Aber ich gehe davon aus, weil mit der Zeit und Zeit ändern sich natürlich die Interessen eines Menschen. Und somit natürlich auch der Geschmack der Spiele und so weiter. So, wie ihr eben gerade merkt, momentan alle neue Erscheinungen erscheinen hier auf GamerTV. Ich danke nochmal den Firmen dafür, für die Bereitstellung. Super geil, danke nochmal. Und ich bin momentan mit im Gespräch mit einem brandneuen Entwickler. Und mehr möchte ich auch gar nicht verraten. Es kommt vielleicht mal ein Spiel hier auf GamerTV, was hier auch nur zu sehen ist, bis es erscheint letztendlich. Abwarten ist angesagt, Leute. Ich halte euch mit Informationen natürlich auf dem Laufenden. Zumindest was Facebook angeht. Facebook poste ich dann Bilder und so weiter. Es dauert noch alles ein bisschen. Ist alles noch so gesehen in der Alpha-Phase, wenn überhaupt. Und ja, wartet einfach mal ab. Wird auf jeden Fall interessant werden, wenn das alles so funktioniert, wie wir uns das erhoffen. So, Lämpchen anmachen. Es wird abends, 19 Uhr haben wir schon wieder, in 16 Stunden kommen wir circa an. Wir müssen aber gleich in 3 Stunden nochmal pennen gehen. Naja, es war nicht so brillant. Ich hätte vielleicht vorher schlafen sollen, weil das Problem wird natürlich jetzt. Schaffe ich das? Ja, ich hoffe es einfach.
wird schon klappen. Ansonsten fahre ich die letzten paar Stunden einfach ein Stück schneller. Wir haben ja gesehen, wenn ich mit Vollgas fahre, schaffen wir locker 3 Stunden Vorsprung. Das hatte aber letztens nicht gereicht, leider. Aber man sollte es weiterhin versuchen. Ne? So, wir biegen jetzt ab hier von der Autobahn noch runter auf die nächste Autobahn Richtung. Wohin fahren wir? Luxemburg und Luik? Oder Luik? Luik? Luik vielleicht? Ich weiß es nicht genau. So, hier fahren wir runter. Ich glaube, da brauche ich keinen Blinker zu setzen, meines Wissens. Ah, die Kurve ist aber angenehm hier. Die kann man ganz gemütlich runterrasen hier. Neues Geschwindigkeitsschild, 100, wunderbar. Es wird nochmal Zeit, dass neue Änderungen kommen, aber bald kommt ja das Add-on raus für den ETS 2 und bald ist die Gamescom. Wahnsinn, so viele Sachen auf einmal. Natürlich werde ich euch Bildermaterial und versuchen auch ein paar Videos da zu präsentieren. Ist natürlich alles nicht so einfach. Aber ich versuche mein Bestes, natürlich. Die Landschaft ist hier ein bisschen kahl, ne? Kommen wir nur so vor, oder ist das so? Hier rechts? Sieht so aus, als ob hier nichts existiert. Totenstille. Wie eine Farm fast. Vielleicht ist es eine Farm. Herbert, vielleicht liegt das daran, dass da nichts ist, weil es eine Farm ist. Wäre möglich. Danke für den Tipp. So, nicht vergessen, dass wir gleich pennen gehen müssen in 2 Stunden und 49 Minuten. Das dürfen wir auf jeden Fall definitiv nicht vergessen. So, hier ist 70er-Zone wegen einer Baustelle. War sehr eng hier. So, jetzt müssen wir Richtung Köln liegen. Wir fahren nicht bei Luxemburg ab. Kommt auch gerade keiner, dann können wir auch rüberziehen. Wunderbar. Manchmal ist das praktisch, wenn keiner kommt. Hier im ETS 2 ist so oder so alles praktisch, solange keine KI-Fehler sind oder so. Ja, ich hoffe, es geht euch allen natürlich gesundheitlich gut und für die Fragen, die ihr habt, die meistens in den Kommentaren gepostet werden, zum Beispiel, welches Lenkrad ich doch benutze oder welche Aufnahmeprogramme ich benutze, schaut doch einfach mal auf meine Webseite www.hubifan.de. Dort findet ihr alle Informationen zu meinem Computersystem oder zu meinem Aufnahmeprogramm oder zu alltäglichen Fragen, die mir so am Tag gestellt werden. Übrigens, Leute, ich bin zu 100% gegen Crack-Spiele. Ich habe eben wieder einen Kommentar gelöscht, wo geschrieben wurde, hey, hat jemand einen Crack für mich für Euro Truck Simulator 2? Ich bin momentan pleite. Ja, diesen Satz verstehe ich nicht. Dann spare, dann warte ab, bis du das Geld hast und nicht sagen, hey, ich bin pleite, gib mir mal Money oder gib mir einen Crack vom Spiel. Das hilft dem Hersteller in beiden Sinnen nichts. Oh, Simone hat 9.148 Euro eingefahren. Simone fährt momentan ja mit unserem neuen LKW rum. Und sie ist in Düsseldorf stationiert, meines Wissens. Kann aber auch sein, dass ich mich da jetzt irgendwie irre, aber das dürfte sein, dass sie in Düsseldorf ist. Ach ja, einer hatte auch die Frage gestellt, wie lange ich doch den Euro Truck Simulator 2 Let's Playen möchte. Die Frage ist eigentlich leicht zu beantworten. Wir fahren so lange, bis es mir definitiv keinen Spaß mehr macht. Momentan ist dieser Punkt noch lange nicht erreicht. Das Spiel ist einfach fantastisch, meiner Meinung nach. Es macht einfach tierisch viel Spaß. Wir waren in manchen Städten bis heute noch nicht. Aber das werden wir auch bald alles nachholen, dass wir mal in jeder Stadt waren und so weiter. Bald kommt ja das Add-on und dann haben wir wieder neue Aufgaben zu tun. Und ich habe auch bald wieder vor, nochmal Scania Truck Driving Simulator zu spielen. Vielleicht sogar parallel zum Euro Truck Simulator, weil es dann doch was anderes ist. Dort geht es halt um Punkte sammeln, was auch nicht gerade uninteressant ist. Oder wir sammeln mal alle Münzen, die es im Scania Truck Driving zu finden gibt. Wäre auch nochmal eine Idee. Ich weiß nicht, wie eure Reaktion da sein wird auf Scania. Aber ich gehe mal davon aus, wenn es euch gefällt, werdet ihr ebenfalls dort fleißig anschauen.
Das ist natürlich eure Entscheidung. Und ich möchte einen großen Dank an alle meine Viewer richten. Wir haben letzten Monat, ohne Mist jetzt Leute, ich bin hier vom Stuhl fast gefallen. Ich habe gebrüllt, geschrien und meine Freundin hat sogar noch herzlichen Glückwunsch hinterhergeworfen. Wir haben in einem Monat 1 Million Views geknackt. 1 Million Klicks in einem Monat. Hey Leute, ich weiß nicht, was ihr gemacht habt, ne? Ich bin hier ausgerastet, ich denke so, wow, 1 Million, das ist Wahnsinn. Das Projekt hat angefangen mit 10 Klicks am Tag vielleicht, mit viel Glück. Also, ich möchte mich herzlich dafür nochmal bedanken. Also, das ist echt, wo ich sage, wow, das ist eine geile Community. Hammer, einfach nur nice. Und ich möchte mich auch an 13.000 Likern bedanken. 13.000 Likes hatten wir letzten Monat erreicht. Ich bin der Meinung, dass wir locker mehr hinkriegen, wenn wir überlegen, wir haben 1 Million Views und nur 13.000 Likes. Und wir hatten irgendwie 1000 Dislikes oder so nur. Finde ich gut, finde ich klasse. Das heißt und zeigt mir auch, dass meine Videos euch gefallen. Und vielleicht knacken wir diesen Rekord diesen Monat. Das wäre total geil. Auf jeden Fall möchte ich mich, wie gesagt, herzlichst fürs Zusehen nochmal bedanken. Ja. In einer Stunde 21 Minuten müssen wir schlafen gehen. Wann kommt die nächste Raststätte? Auf jeden Fall in einer sehr entfernten Zukunft. Oder auch nicht. Wir fahren hier unten im Kreuz Richtung Köln, fahren wir ab, pennen kurz, fahren dann wieder auf die Autobahn drauf. Wir können wahrscheinlich hier die Landstraße benutzen. Ist wahrscheinlich sogar schneller, dann haben wir diesen ganzen Firlefanz nicht. Okay, wir fahren dann in Köln raus. Gut, müssen wir uns merken. Da können wir ja schon mal rüber. Richtung Düsseldorf, Köln fahren wir jetzt. Ja, Junge, wir rasten gleich. Bleib locker. Bleib geschmeidig. Warum ich momentan ein bisschen anständiger im ETS 2 fahre, ist einfach der Grund, weil wir haben sehr viel Geld die letzten Folgen dann wieder dadurch verloren, Unfälle gebaut und so weiter. Es muss alles nachgeholt werden. Wenn ich überlege, wie viel Geld wir in diesen ganzen Folgen schon dadurch verloren haben, dass ich zu schnell gefahren bin, musste ich leicht schlucken. Also ich war echt baff, das zu lesen. Also es sind Umsummen. Das sind Summen, die man eigentlich nicht lesen möchte. Ich weiß nicht genau wie viel, aber es sind... Huch! Hoppala! Zu viele. Zu viel Euro verloren dadurch. Hammer. Und ich möchte mich übrigens auch natürlich an 17.600 Abonnenten bedanken. Die habe ich ja fast vergessen. Wahnsinn. Okay, Abos sind mir eigentlich als YouTuber, einer der wenigen YouTuber, glaube ich, relativ uninteressant. Weil ich bin zwar ein Mensch, der sagt, hey geil, ich habe 17.000 Abonnenten, das ist der Hammer für mich. Wenn ich überlege, dass das Ganze mal ein Projekt war und mittlerweile wirklich in die Richtung geht, wo ich sage, wow, ich habe es geschafft, ich habe mein Hobby mit anderen geteilt. Und das finde ich so faszinierend an YouTube, das ist einfach der Hammer. Sie werden müde. Finden Sie eine Parkmöglichkeit, um zu schlafen? Finden wir gleich in Köln. Und dafür möchte ich mich nochmal herzlich bedanken, dass ihr mir den Traum möglich macht, auf YouTube mein Hobby zu teilen. Also, das ist der Hammer. Einfach nur geil. Und für die Leute, die mehr Informationen haben wollen zu YouTube und zu mir, schaut einfach mal bei Facebook rein. Der Link ist unten in der Beschreibung. Und Leute, hört mir auf, Freundschaftseinladungen auf meinem Privataccount von Facebook zu senden. Ich bin der Meinung, dass Facebook zwar schön und gut ist, aber man privat und Hobby trotzdem trennen sollte. Und falls ihr Fragen habt etc., kann ich die euch gerne beantworten, einfach auf Facebook dann schreiben. Aber lasst diese Freundschaftseinladungen auf meinem privaten Account, das bringt euch nichts. Ihr werdet höchstens irgendwann mal von Facebook dann blockiert. Entschuldigung. Weil ihr eine Freundschaftseinladung geschickt habt für jemanden, den ihr gar nicht privat kennt. Manche haben da schon gelitten für. Manche kriegen dann 7 Tage oder sogar längere Zeit eine Sperre, dass sie Freundschaftseinladungen überhaupt absenden können. Und das möchte ich einfach bei den meisten einfach verhindern. Ah ja. Das Schild sagt mir, dass ich Vorfahrt habe. Dann genieße ich diese Vorfahrt auch einmal.